liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Auftaktpressekonferenz am 35. Bayern-Rundfahrt. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier sein dürfen im Trackstore in München. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Guido Kursling, Retail-Manager von Track, sowie an Florian Hopp, den neuen Store-Manager und damit hier den Hauptherrn für Ihre Gastfreundschaft. Danke natürlich, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie alle gekommen seid. Und ja, danke schon jetzt an unsere Gäste. Dennis Schindler hier zu meiner Seite, über Strohmeier als Rundfahrtleiter und natürlich herzlichen Dank an zwei der potenziellen Protagonisten, Favoriten für die 35. Bayern-Rundfahrt, die dann gleich zu uns kommen werden, die schon feiern sind, Jens Bruch und Linus Gerdemann. Ja, beginnen wir mit dem Ausblick auf die Bayern-Rundfahrt. Über Strohmeier zum 35. Mal Chef dieser Rundfahrt. Sieht alles gut aus, jetzt ist alles vorbereitet. Ich denke ja, also wir haben unser Bestes getan. In allen Etappen Städten haben sie toll gearbeitet, muss man sagen, haben sich wirklich fast den Hintern abgerissen, wie man so in Bayern sagt, ja, damit für die Radprofis alles bestens organisiert ist und dass alles gut funktionieren kann. Und ich denke, wir können zuversichtlich heute noch viel suchen fahren oder morgen noch viel suchen fahren, je nachdem, unsere Auftaktveranstaltung und dann die Etappen angehen. Frage soll Zeitfahren. Heute geht es bei Bayern-Rundfahrt, ich sage mal, um nichts. Es ist keine Meisterschaft, mit der nicht wichtig ist. Trotzdem, ich glaube, es ist natürlich eines der anderen Bedingungen im Rahmen als Profi-Rennen. Aber es ist schon so eine Stelle. Ach, es ist klasse. Die Bayern-Rundfahrt ist für mich schon eine große Sache. Es ist eine tolle Organisation da, es ist ein klasses Ambiente. Und wenn wir da, für uns ist es sehr wichtig, dass wir sozusagen solche Rennen haben, um voranzukommen. Für uns Paraseiter gibt es ja nicht so viele Rennen, die sind am Ende nicht mehr international. Und wenn wir natürlich die Chance haben, hier vor dem Tor, dann haben wir auch so ein tolles Rennzorn, dann nehmen wir es mit. Das ist ein stärker werden. Genau, richtig. Ja, also das Bergzeitfahren, wie viel Paraseiter ist jetzt eröffnet worden. Wir haben ganz kurzfristig auch eine bayerische Meisterschaft daraus gemacht. Das ärgert mich schon, dass ich den Titel jetzt nicht mit drum setzen kann und den leider kampflos jetzt erstmal davonziehen lassen muss, weil natürlich der Gefahren dann schon auch ja, sehr gerne machen will. Schade. Wir drücken die Daumen, dass alles nächstes Jahr gut kommt, nächstes Jahr sowieso. Mit der Mitte muss alle mitmachen. Und so, gerne dann auch vorbereitet. Beiden nicht vorstellen. Jetzt wohnt 42 mittlerweile. Warum muss das der Erste sagen? Ja, bei der letzten Saison. Zweifacher Etappensieger bei der Tour de France, Etappensieger von Giro d'Italia, Gesamtsieger beim Criterium International bei der Deutschlandtour und natürlich bei uns ganz wichtig, dreifacher Gesamtsieger bei der Bayern-Rundfahrt und zweifacher Etappensieger, jeweils ein Zeitfahrer. Wir schauen mal, ob sich diese Woche an den Bilanz was ändert. Ja, als ich jünger war, in der letzten Eiszeit. Von Linus Gerdemann, ein paar Jahre jünger, 31, auch er Etappensieger bei der Tour de France, darüber hinaus auch das Gerdemann Kurs, Etappensieger, Gesamtsieger bei der Deutschlandtour, bei der Tour de Suisse und von uns natürlich auch natürlich Gesamtsieger der Bayern-Rundfahrt 2009, einmal bisher. Schön, dass ihr da seid. Wir haben gerade über die Etappen gesprochen, insbesondere die wunderschönen Berge, habt ihr über Strohmeier angesprochen, die wir auf der zweiten Etappe erwarten. Erstmal in der Geschichte der Bayern eine wichtige Bergwertung. Ich kann mich erinnern, dass man ein Zeit war. Ich glaube, sie hast du gewonnen. Mit einer Bergwertung, die war kurz und richtig steil. Du hast dann hoch, ne? Ja, richtig. Und in Kulmbach. Jetzt ist es etwas länger, aber mindestens genauso steil. Ist da ich glaube auch, ja. Hast auch. Genau, du warst dritter Gesamt. Willst du jetzt sehen. Haben wir das auch geklärt? Jetzt werden wir wieder eine Bergwertung gemeinsam überlegen. Was sind die Erwartungen an? So eine spezielle Etappe, es gibt im großen Rundfahrtsprozess immer wieder Wertungen, so bei den großen Rundfahrten immer mehr. Halt. Ich war ja jetzt das erste Mal kurz und steil. Was macht es nur eine Etappe aus? Was ist da besonders wichtig? Erstmal haben wir alle anderen Fahrer auch viel gesehen und gelesen und können sich darauf einstellen. Eine Bergetappe
Ja, oft läuft es darauf hinaus, dass wie jeder weiß, ich als Mountainbiker mache am Ende der Saison und vermutlich den Tag 7 und der sich aus. Das heißt, es denke ich, sollte kontrolliert ablaufen. Sie kommt immer die Woche gegen den Schloss, wenn es im Bett geht und dann eben auch eine Schlagabtausch und jeder kann da ausgeben zeigen, was er kann. Ganz klar ist, es ist eine Bergankunft, irgendwo auch für eine Rundfahrt gut ausgewogen. Lange Zeit fahren, die Bergankunft, die ich heute habe, die ich habe, ist für jeden einfach auch die Bewegung was dabei. Und vielleicht ist kurz und steil nicht das Beste für mich. Ich mag eher längere, flache Kurz ist aber relativ. Ja, kurz ist der Berg jetzt auch. Also für mich macht es sicherlich nicht leichter, aber es ist eine gute Sache, dass was dabei ist. Und wie gesagt, es ist eben dadurch, dass die Rundfahrt gut ausgewogen ist. Du hast gesagt, Favoriten fahren gemeinsam den Berg gegen den Schlagabtausch. Und alles optimal verläuft, wenn die Flug dann schon 6 Minuten vorher reingefahren ist mit der kleinen Gruppe. Genau, dann würde ich natürlich noch schaffen, die hinter mir zu halten und zu sagen, hab die nicht unterschätzt. Und dann rechne ich mich mit 20 Sekunden und genau, für die Tafel. Ja, das wäre so ein Plan, den ich ganz gerne so sehen würde. Was wäre denn dann noch das Geld machen? Wirklich schnell den letzten Berg gefahren und mit die Alkalde. Die Form ist gut, du warst zuletzt in Aserbaidschan erfolgreich, es ist Bergsprung geworden, darüber hinaus eine Etappe. Warst ein paar Jahre nicht in Bayern, aber kommst jetzt mit guten Beinen zurück. Doch, also ich bin halt selbstbewusst und fühle mich gut und denke, dass ich hier auch ganz anständig fahren kann. Ihr seid mit der Mannschaft drei aufgestellt, habt natürlich die Sprints auch Fahrer, die da nicht nur reinlaufen können, sondern Etappen gewinnen. Was heißt das von der Mannschaftstaktik? Einer für alle in einem Tag und an einem Tag dann andersrum oder welche Mannschaft ist im zweiten Teil? Wie geht das am Ende an, wenn man ja verschiedene Eisenfeuer? Im ersten Tag ist es ja relativ wichtig, dass das Feld irgendwie zusammenzuhalten oder allgemein, glaube ich, gibt es wahrscheinlich mehrere Teams, die Interesse daran haben, dass es nach dem Sprint geht. Und der zweite Tag ist dann klar, dass man dann gut die Beine sind und dann kann man am dritten Tag immer nur überlegen, aus der Situation heraus, wie man agiert. Aber ich sag mal, mit so einer Bergankunft in der ersten Etappe, die jetzt auch nicht ganz flach ist, aber ist die taktische oder die Auswählung der Taktik eigentlich relativ einfach. Am ersten Tag schauen, dass alles zusammenläuft, am zweiten Tag beim Bergankunft, wie die beiden sind. Und am ersten Tag hat man eine gute Option, am zweiten Tag habe ich dann eine Option zu machen. Jetzt noch Option? Ja, wir haben Fabian dabei und wenn der gut drauf so will, dann gewinnt er alle Etappen. Fabian ist unsere Winterwaffe. Hier ist eben genau ganz wie Linus sagt, der schon eigentlich ganz treffend charakterisiert das Ganze am ersten Tag. Sicherlich wollen alle erstmal möglichst keine Zeit verlieren, Sturzball durchkommen, keine wertvollen Sekunden verlieren. Bei irgendeinem Pick-up im Finale, Sprinter werden irgendwann mal Interesse haben, gleich am ersten Tag sich zu zeigen. Das heißt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es ein paar Gruppen geben, aber es wird zu einer großen Gruppe 80, 100 Mann, die zusammen aufs Ziel zufahren werden und Sprinten sich ausmachen. Und genau wie Jogi Linus sagte, am zweiten Tag, da muss jeder schauen, wo die Beine stehen. Da kann man sich nicht stecken, praktisch schlau sein, hilft auch nicht mehr. Du musst es einfach drauf haben, dann am zweiten Tag an der Bergankunft. Und danach musst du eben die Situation evaluieren und sehen, okay, ich bin jetzt wieder zurück, das heißt, ich muss in die Gruppe gehen. Wo du sagst, ich bin noch eine Reichweite für eine gute Platzierung, ich versuche mal Platz zu halten und Zeitfahren auch mal aufzukämpfen. Und das muss man irgendwann pro Mannschaft sehen, welche Fahrer dann welche Aufgaben dann in der zweiten Runde machen. Ich habe gesehen, du hast nicht nur die Streckenkarte, die schon mal gesehen hast, die ist auch bestanden. Jawohl, die habe ich jetzt da hinter dem Gewalt liegen lassen. Aber so lässt du wahrscheinlich fast auswendig kennen mittlerweile. Wie sieht es aus? Bringt ihr die Startliste? Wer sind, wenn jemand sich schon nicht äußern möchte, wer sind deine, beziehungsweise wer sind eure Favoriten neben den beiden? Nun bin ich ja leider nicht mehr 35 oder 30, sondern ich glaube, ich sehe nur mich und die Opfer. Aber jetzt muss ich sagen, hey, ich bin 42, da war ich ein Tier, das war ein Tier zum Auflockern der Atmosphäre. Ist schon sehr gut besetzt, ja. Also es sind schon ein paar gute Mannschaften, gerade hier FD spielt, die haben 5000. Eigentlich die Tourmannschaft. Die Tourmannschaft ist hier anscheinend, ja, von denen. Also sind schon ein paar gute Leute dabei. Auch Giant Simano hat Leute dabei, Sky hat ein neues Team geschickt. Und wenn ich lese, sicherlich der Deutsche, der wird super motiviert sein, auch Kalifornien gefahren, der war auch stark. Ja, Gerhard Thomas, also wir sind schon sehr gute Fahrer hier. Klar, der Linus hier, der in der Medien sitzt, die am zweiten die Mannschaft geschickt. Also ich denke schon, dass es da sportlich hier mitwendig zusammenkommt. Gut, aber wenn du mit dem Favoriten nennst, dann lege ich das nicht fest. Nein, okay, also okay, dann soll ich einfach festlegen. Okay.
Knie. Wie ist dein Blick, wie stark ist deine Fabrik? Ja, wie Jens gerade schon sagt, also Julian ist eine recht starke Mannschaft hier. Giant ist auch nicht schlecht gesetzt. Und es gibt wirklich eine Pizza auf den Fahrern, die in der Lage sind, zu gewinnen. Die Grand hat schon mal im US gewonnen. Kann von daher kann auch ganz gut hier hochfahren. Also, es ist ein sehr, sehr gut gesetztes Feld. Simon Barrett ist natürlich was dort möglich ist. Es sind schon sehr, sehr viele Namen auf dem Fahrer dabei. Auf dem Favoriten möchte ich mich jetzt nicht festlegen, weil ich selbst an diesem Mittel, wie man eingelassen wird. Wir lassen uns überraschen und haben heute Mittwoch bzw. Donnerstag die Gelegenheit, eine sportliche Antwort zu geben. Letzte Frage von meiner Seite, bevor wir die Fragen so weit kennen, dann noch nicht kriegen. Schon mal irgendwo gefahren, schon mal Ski gefahren da, oder? Nee, ich glaube nicht. Okay, dann lassen wir uns gemeinsam überraschen und freuen uns jetzt auf eure Fragen, auf Ihre Fragen an Linus Gernemann und Jens Punkt. Stellt wenigstens eine Frage, die gehe ich nicht ganz umsonst hier vorne. Jetzt wurde ja wahnsinnig viel von der Entwicklung angesprochen, der Wertpunkt. Ist in eurer Einschätzung gern vielleicht die Zeitabstände, die Zeitfaktor eventuell größer sein als dort auf der zweiten Etappe? Also, ich glaube persönlich, dass man in Sicherheit schon mal eine Vorselektion gibt, also dass es Leute gibt, die nach der Etappe die Rundfahrt nicht mehr gewinnen können. Aber ich glaube, so die Bergfahrer mit den Leute, die auch Zeitfahrqualitäten haben, glaube ich schon, dass man noch ein schnelles Zeitfahren hinlegen muss, um wir um gesamtes Sieg mitnehmen zu können. Ich glaube nicht, dass man nach der Bergetappe sagt, jetzt fahre ich hier das gelbe Trikot drei Tage spazieren und das war's dann. Also ich glaube schon, dass die Zeitabstände und Stämme wahrscheinlich im Minutenbereich liegen werden. Und im Zeitfahren ist eine Minute auch nicht allzu viel. Also ich glaube, man muss schon wirklich ein kompletter Rennfahrer sein, um hier gewinnen zu können. Jens, wie schauen die Pläne für dieses Jahr aus? Ist die 17. Tour noch ein Thema? Wie lange möchtest du überhaupt fahren? Du musst fahren, weil der Punkt alt ist. Also ist ja irgendwo kein Geheimnis, dass das noch letzte Saison ist. Auch wenn es wie tut, das zu sagen. Und, aber es ist einfach mal so, ja. Und hat der letzte Jahr auch schon. Ich kriege gerade auf die Backe von euch rein. aber ich habe praktisch den Empfehl schon. Zurück zur Frage. Und die Tour 17. Also Teilnahme, ich denke, man muss ja irgendwie auch ein bisschen ehrlich mit sich selber sein. Ich wäre gerne stärker, als ich jetzt bin. Ich wäre gerne weiter in meiner Form, als ich bin. Und es ist einfach der Lauf der Natur. Man ist mit 42 nicht mehr so frisch und schnell. Und es wird einfach schwieriger. Das ist so prozentual so ein bisschen in klaren Kategorien so mit der Tour gewesen. Vor zwei Jahren gesagt, naja, 60-40, dass ich fahre. Letztes Jahr, naja, 50-50. Dieses Jahr muss ich sagen, 40-60 gegen mich. Also 60%, dass ich nicht fahre, 40%, dass ich in der Tourmannschaft bin. Wenn ich jetzt dieses, wie heißt das Ding, Winkelhof am Moos oder wie auch immer, wenn ich da jetzt ganz großartig gewinne und in der Dauphine Libéré nächste Woche oder in zwei Wochen nochmal die Kampf gewinne, dann klar bin ich wieder drin. Aber die haben auch gute Fahrer in der Mannschaft, wenn es so darum geht, wieder Arbeit zu machen, dann haben die auch andere. Also ich denke eher nicht, oder sagen wir mal so, es ist natürlich schwer für mich, das zu sagen und zu erkennen, okay, ich bin nicht mehr ganz so weit, wie ich gerne möchte. Aber ich bricht jetzt auch nicht in Selbstmitleid aus, wenn ich dann eben höre, ich bin nicht in der Selektion der Tour dabei. Weil irgendwo ist man ja auch ehrlich, man kann sich auch selber einschätzen. Und ich bin nicht so stark, wie ich sein möchte oder wie ich sein müsste, um es verdient zu haben. Und ansonsten fahre ich die Saison noch bis zum Ende. Also halt, Dauphine Libéré als nächstes, Tour oder nicht, wie auch immer. Danach dann noch Flug auf Colorado und dann schauen wir mal. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass du mit deinem Teamleiter schon quasi gesprochen hast, dass eigentlich für intern schon klar ist, nee, du fahrst nicht mehr. Also diese 40% ist ja so wenig auch wieder. Wir haben halt dieses Long Team, wie das dann auch so heißt, 14, 15 Namen, da bin ich dabei, aber neun fahren am Ende und ich meine, wenn ich die Namen gucke, alleine die Jungs, die wir haben, die hat jeder Einzelne von denen auch verdient. Ja, aber das sind schon mal sieben Leute, die hier fahren. Da würde ich jetzt in jedem Fahrer 10 Gründe finden, warum er es verdient hätte.
Ja, und am Ende fährst du dann doch. Dann haben wir ja noch andere Leute, die noch bei anderen Rennen immer am Start stehen. Also, nee, ich schätze meine Chance realistischerweise eher gering. Wie gesagt, ich hasse es, das sagen zu müssen, aber. Wir lassen uns überraschen, eines Besseren belehren. Das sind ja auch spannende Etappen. Unter anderem, also, das zeigt mal.